Das kam überraschend. Am späten Donnerstagabend kam auf dem Instagram-Kanal von Gerard Piqué ein emotionales Video online, in welchem er seine Karriere nach dem Spiel, welches nur zwei Tage später am 5.11.2022 gegen Almeria stattfand, ankündigte. Die spanischen Medien überschlugen sich in der Folge und es wurde wild über das Karriereaus berichtet. Doch obwohl ein Karriereende für einen 35-Jährigen nicht wirklich besonders ist, überraschte der Zeitpunkt schon etwas. Zum einen besaß Piqué noch einen Vertrag bis 2024 und zum anderen ist es nicht wirklich üblich, dass ein Spieler seine Karriere mitten in der Saison beendet. Zeichen, die auch auf einen nicht so ganz glatten Abgang der Barca-Legende hindeuten. Warum der Spanier seine Karriere genau jetzt beendete, beantwortete zuletzt die spanische Zeitung Marca. Dabei schrieb sie, dass es so einige Antworten auf diese Frage gäbe. Sportliche Gründe, aber auch welche, die nichts mit dem Geschehen auf dem Platz zu tun gehabt hätten. Piqué selbst hatte immer betont, dass er seine Karriere beenden wollen würde, sobald er keine Rolle mehr spielen würde. Diese Saison kam er unter Trainer Xavi lediglich auf 10 Pflichtspieleinsätze. Es war deutlich zu erkennen, dass Xavi nicht mehr mit ihm plante. Und das teilte Xavi ihm in einem privaten Gespräch, wie er es nannte, vor einiger Zeit auch mit. Xavi erklärte, der Tag dieses privaten Gesprächs sei einer der schwierigsten Tage seiner Trainerkarriere gewesen. Doch es seien schwierige Zeiten, aber es ist eine Entscheidung, die so getroffen werden musste. Er stehe zu seinem Vorgehen und zu seinen Resultaten. Xavi erklärte auch mehrere Male, dass er kein persönliches Problem mit Piqué habe, sondern einfach harte Entscheidungen treffen müsste und es ein undankbarer Job sei, Barca-Trainer zu sein. Auch Xavi selbst nahm einen Teil der Mitschuld an Piqués Karriereende auf sich. Er machte Piqué eindeutig klar, dass er in seinen Vorstellungen keine große Bedeutung mehr hätte. Doch dazu hatte Piqué laut Marca auch das Gefühl, dass Barca eine klubinterne Kampagne gegen ihn gestartet hätte. Sein Gehalt bei Barca war den Barca-Bossen wohl immer ein Dorn im Auge gewesen und sie wollten dies nicht länger zahlen. Dies alles sei laut Marca wohl nicht spurlos an dem 35-Jährigen vorbeigegangen. Außerdem soll die Trennung von seiner Frau Shakira auch noch nachhängen. Allgemein kann man sagen, dass Piqué in letzter Zeit häufig zum Sündenbock für alles gemacht wurde und sehr viel Hass erfuhr. Am Samstag gegen Almeria wurde er zwar relativ emotional verabschiedet von den Fans, doch es bleibt ein Abschied mit einem faden Beigeschmack, einer großen Legende des FC Barcelona. Zum Schluss würde mich eure Meinung zu dem Abschied von Gerard Piqué bei Barcelona interessieren. Fandet ihr den Abschied gerecht oder eher unfair? Schreibt es jetzt gerne in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr jetzt einen Daumen hoch gebt, wenn es euch gefallen hat und ein Abo dalasst, denn über 99% der Leute, die die Videos schauen, haben den Kanal noch nicht abonniert. Dies seht ihr auch in dieser Statistik. Holt das jetzt gerne nach und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao!